Und in unserer Interviewreihe mit den Parteichefs zum Jahreswechsel begrüße ich jetzt den FPÖ-Obmann und dritten Nationalratspräsidenten Norbert Hofer. Schönen guten Abend. Guten Abend, Herr Thier. Herr Präsident, Sie haben über das Jahr immer wieder versucht, Fakten rund um das Coronavirus kleinzureden. Sie haben Corona mit dem Grippevirus verglichen, obwohl es viel gefährlicher ist. Den Antigentests haben Sie eine Fehlerquote von bis zu 90% unterstellt. Das ist falsch. Abgeordnete Ihres Clubs haben zur Nichtteilnahme an den Massentests aufgerufen und sogar im Parlament demonstriert, dass wenn man einen Antigentest falsch verwendet, der auch ein falsches Ergebnis liefert. Warum glaubt die FPÖ wiederholt, dass sie mehr über Corona weiß als die Wissenschaft? Nun, Sie werfen mir jetzt hier ziemlich viel an den Kopf, Herr Thür. Ich glaube, dass wir im letzten Jahr gesehen haben, wie sehr sich die Dinge rund um dieses Virus verändert haben. Bedenken Sie nur, dass etwa zu Beginn der Krise der Bundeskanzler gemeint hat, dass 100.000 Menschen in Österreich versterben werden. Das war Gott sei Dank nicht der Fall. Und es ist eine Tatsache, dass natürlich viele Dinge, die man in dieser Phase geplant hatte, sich sehr rasch wieder verändert haben. Zum Beispiel die Teststrategie der Bundesregierung. Im Gesundheitsministerium war noch festgelegt, dass es keine Massentestungen geben soll. Die stammt vom 13. Oktober. Dann gab es diese Massentestungen. Es wurde behauptet, es gibt keinen zweiten Lockdown. Das wäre nicht wahr. Es kam der zweite Lockdown, es kam der dritte Lockdown. Und so gesehen sind wir alle angehalten, das Beste aus der Situation zu machen und jeden Tag darauf zu achten, dass wir die richtigen Entscheidungen für dieses Land treffen. Aber Kritik an der Regierung ist als Oppositionspartei ja nicht verwerflich, ist etwas, das viele Menschen von Ihnen erwarten. Aber muss das nicht auch am Boden wissenschaftlich fundierter Evidenz stattfinden? Haben Sie den nicht in vielen dieser Debatten verlassen? Nun, genau diese wissenschaftlich fundierte Evidenz hat eben bei vielen Maßnahmen, die von der Regierung verordnet worden sind, gefehlt. Das war auch unsere Kritik. Und das Schlimmste, was passiert ist, und ich bin jetzt keiner, der immer noch sagt, es ist alles falsch, was die Regierung macht. Das wäre sehr weit hergeholt. Aber das Schlimmste, was passiert ist, war, dass man die alten Wohn- und Pflegeheime nicht geschützt hat. Also etwa 40%, mehr als 40% der Todesfälle sind dort zu beklagen. Und genau das wurde ja von der Wissenschaft eingefordert, genau diese gefährdeten Gruppen zu schützen. Stattdessen ging man in die Breite, in die Massentestung und hat dann auch diese alten Wohn- und Pflegeheime mit fehlerhaften Billigmasken versorgt. Und die Frage wird es sein, wie viele Menschen sind aufgrund dieser fehlerhaften Masken auch zu Schaden gekommen. Aber wenn Ihnen der Schutz der Alten- und Pensionistenheime so wichtig ist, warum haben Sie dann gegen jede einzelne Verordnung gestimmt, die genau diese Alten- und Pensionistenwohnheime mehr schützt? Da gab es ja zahlreiche Verordnungen im Herbst und Sie haben immer dagegen gestimmt. Das Gegenteil ist der Fall. Ich war im letzten und im vorletzten Hauptausschuss persönlich anwesend, habe dort die aktuelle Verordnung gesehen, wo festgeschrieben war, dass bei alten Wohnheimen entweder der Besucher eine Testung vorzunehmen hat, wenn kein Test vorliegt, dann eine FFP2-Maske verwenden soll. Und wenn die nicht vorliegt, dann reicht ein normaler Mund-Nasenschutz. Ich habe dann die Vertreter der Regierung darauf aufmerksam gemacht und das wurde dann auch Gott sei Dank korrigiert. Und deswegen sage ich Ihnen, dass jeder versucht, auch die Oppositionsparteien, einen Beitrag zu leisten, damit dieses Land funktioniert und damit die Menschen auch geschützt sind. Aber diese Testpflicht in den Altenheimen steht schon seit dem 1. November in der Covid-19-Schutzmaßnahmenverordnung und die FPÖ hat jedes Mal dagegen gestimmt. Wenn es Ihnen so wichtig ist, dann hätten Sie ja dafür stimmen können. Das heißt schon seit dem 1. November. Das ist reichlich spät und ich habe vorher erzählt, haben Sie dagegen was gestimmt. Genau da drinnen gestanden ist in dieser Verordnung vom 1. November, nämlich, dass ein normaler Mund-Nasenschutz reicht. Und das war ein riesiger Fehler, denn ich kann nicht sagen, das ist die besonders gefährdete Gruppe. Man schickt es dann alle Menschen über 60, 65 FFP2-Masken aus und genau dort, wo Menschen leben, die wirklich gefährdet sind, soll ein normaler Mund-Nasenschutz reichen. Also da wird wohl klar sein, dass man das auch mit der eigenen Stimme nicht unterstützen kann, aber sehr wohl, und ich habe das gemacht, klar darauf aufmerksam gemacht hat, dass das ausgebessert werden muss. Und das ist jetzt Gott sei Dank auch passiert. Aber die Frage war ja ganz konkret, wenn Ihnen der Schutz der Altenheime so wichtig ist und die FFP2-Maskenpflicht jetzt drinnen ist, dann hätten Sie ja zustimmen können. Das haben Sie nicht gemacht. Warum? Ja, weil die Verordnung leider ganz, ganz viele andere Schwachpunkte hat. Ich sage Ihnen ein Beispiel. Dort ist festgeschrieben, dass jetzt nach einem Ausgang, der eine gewisse Zeit überschreitet, die Bewohnerin, der Bewohner
zu einem Beratungsgespräch eingeladen werden muss. Und das kann nur jemand schreiben, der von Altenwohn- und Pflegeheimen einfach in der Praxis nicht viel weiß. Das sind oft demente Patienten, die mit dem Rollstuhl ausgeführt werden. Und dann muss die Heimkraft, die Betreuungskraft mit dieser Person, die schwer dement ist, ein Beratungsgespräch führen. Es gilt übrigens auch für Behindertenheime, wo schwer behinderte Menschen behandelt werden, die oft mit einem Helm geschützt werden müssen, damit keine Selbstverletzungen durchgeführt werden. Diese Menschen werden oft von den Bewohnern, von den Betreuern selbst ausgeführt zu einem Spaziergang und müssen dann nach den Buchstaben der Verordnung von genau diesen Betreuern aufgeklärt werden. Und das ist etwas, was sehr, sehr praxisfremd ist. Und deswegen konnten wir auch nicht mitstimmen. Jetzt kommt die Impfung. Die FPÖ ist da durchaus skeptisch, jedenfalls gegenüber einem Impfzwang. Ihr Klubobmann Herbert Kickl warnt vor einer, Zitat, Impfapartheid. Ist das nicht ein völlig geschichtsvergessener Ausdruck? In der Zeit der Apartheid sind Zehntausende Menschen in Südafrika gestorben. Die Impfung wird Leben retten. Ich hoffe, dass die Impfung Leben retten wird. Das wünschen wir uns alle. Tatsache ist, dass natürlich die Wissenschaft und die Pharmabetriebe unter enormem Zeitdruck gestanden sind und sonst die Zeitspannen, die man normalerweise hat, um seinen Impfstoff zu entwickeln, nicht zur Verfügung stand. Deswegen wissen wir heute nicht, welche Langzeitfolgen es gibt und wir wissen auch nicht, ob es nur eine klinische Immunität gibt oder auch eine sterile Immunität. Das heißt, ob ich dann als Geimpfter auch niemanden mehr anstecken kann. Ich wünsche es mir wirklich, aber ich wünsche mir auch, dass es nicht zu einem auch nur indirekten Impfzwang kommt, indem man sagt, jene, die nicht geimpft sind, dürfen gewisse Geschäfte nicht betreten oder dürfen gewisse Kulturveranstaltungen nicht besuchen. Das ist eine höchstpersönliche Entscheidung, die jeder für sich zu treffen hat. Und auch ich habe mit meiner Familie schon viel darüber gesprochen, wie wir uns entscheiden werden. Aber da sind wir wieder bei den Zweifeln an der Wissenschaft. Der Impfstoff wird von der EMA zugelassen, der Europäischen Medizinbehörde. Da sitzen die Top-Experten, wenn es um Vakzine geht, in Europa drinnen. Es gab eine ordentliche Zulassung, anders als in anderen Staaten, keine außerordentliche Notzulassung, sondern eine, die das ganz klare, normale Verfahren durchlaufen hat. Kann man da diesen Impfstoff dann nicht auch vertrauen? Ich wünsche es mir, aber ich glaube auch, das ORF Wissenschaftsmagazin wird ja auch schon darüber berichtet haben, dass eben nicht klar ist, gibt es nur diese klinische Immunität, das heißt, sind Symptome mild oder treten keine Symptome auf, wenn ich geimpft bin, oder bin ich auch dann jemand, der niemanden mehr anstecken kann. Aber ist es nicht schon ein Gewinn, wenn Risikopatienten nicht mehr an Corona sterben? Auf jeden Fall, für Risikopatienten ist das ein großer Gewinn. Aber mir persönlich, aufgrund meines familiären Umfeldes zum Beispiel, und das wird vielleicht anderen auch so gehen, ist es wichtig, dass ich niemanden anstecken kann. In meiner Familie sind, im Haushalt sind zwei Personen, die in Gesundheitsberufen tätig sind, die mit alten und pflegebedürftigen Menschen zu tun haben und mit Menschen, die krank sind. Und da ist für mich die große Frage, kann ich jemanden anstecken oder auch nicht? Und das ist für mich entscheidend. Sie wollen auch das nationale Impfgremium auflösen und neu besetzen. Sie fordern da Parlamentshearings, aber welche Experten in diesem Gremium wollen Sie denn da ablösen? Also wichtig wird sein, dass Persönlichkeiten vertreten sind, die nicht unmittelbar von der Politik abhängig sind. Ich glaube, das ist wesentlich. Das ist ja der Fall. Aber ich glaube, das ist gar nicht der Punkt ist, der ist wirklich der Schlüssel zur Lösung sein wird, wie dieses Impfgremium zusammengesetzt ist. Und das hat Dagmar wichtig, Belakovic heute gefordert. Aber wichtig wird sein, dass wir sehr, sehr rasch wissen, welche Langzeitwirkungen gibt es, wie lange ist man immun und kann man dann tatsächlich auch niemanden mehr anstecken. Und diese Fragen hoffe ich, dass sie bald beantwortet werden. Mir geht es nicht darum zu sagen, wir wollen jemanden davon überzeugen, dass er nicht impfen geht oder impfen geht. Ich glaube, jetzt ist die Wissenschaft am Wort und jetzt sollte es auch eine sehr ehrliche, breit angelegte, offene und intellektuelle Diskussion geben über alle offenen Aspekte, die es rund um die Impfung gibt, damit es auch Sicherheit gibt für die Menschen in diesem Land, die sich jetzt zu entscheiden haben. Und was mich noch wundert, Herr Tür, was mir aufgefallen ist im Vorspann, im Februar werden die relevanten Berufe in Österreich geimpft. Das sind also Lehrer, das sind Polizisten. Und ich habe aber heute gehört, dass sich die Bundesregierung erst dann im April oder Mai impfen lassen wird. Das finde ich eigenartig, aber immer der Meinung, dass eine Bundesregierung für ein Land schon auch relevant sein wird. Und mir kommt es reichlich spät vor, wenn man auch vom
vom richtigen Weg überzeugt ist. Der Gesundheitsminister, das sei nur angefügt, sagt, man lasse sich so spät impfen, um eben jene Personen zu schützen, die direkt an der Front kämpfen. Das ja, möchte ich hinzufügen. Entschuldige, dann sagt er von sich selbst, er kämpft nicht an der Front. Er ist der Gesundheitsminister. Und wenn seine arbeitet Tätigkeit hoffentlich nicht mit Covid-19-Kranken zusammen. Wichtig ist für dieses Land, dann ist Sie sind mir jetzt ausgewichen. Ich habe Sie eigentlich gefragt, ob Sie das nationale Impfgremium jetzt auflösen wollen oder nicht. Ist das jetzt eine FPÖ-Forderung? Ich habe Ihnen gesagt, dass mir diese Frage nicht sonderlich wichtig ist. Nein. Sondern dass mir wichtig ist, klar zu wissen, wie wirkt sich dieser Impfstoff aus und dass es eine ehrliche und intellektuell redliche Diskussion gibt. Und das wird für die nächsten Wochen entscheidend sein. Gut. Herr Hofer, heuer bestand ja Gott sei Dank nicht nur aus Corona. Die Bundesregierung hat unter anderem eine Änderung des Symbolegesetzes angekündigt, mit dem auch die Symbole der Identitären verboten werden sollen. Werden Sie da im Parlament zustimmen? Herr Demirs, wir sind die Symbole reichlich egal. Es gibt viel, viel wichtigere Fragen rund um die Maßnahmen, die den Terror bekämpfen, nämlich die Frage, ob man es dem politischen Islam tatsächlich verbieten will oder nicht. Sie wissen, es gibt die Frage der Präventivhaft, die auch im Regierungsprogramm festgeschrieben ist. Und ich kann Ihnen sagen, man würde diese Präventivhaft gar nicht benötigen, wenn wir den politischen Islam verbieten, weil dann kann ich auch jemanden, der dort aktiv ist, in U-Haft nehmen. Das sind alles spannende Fragen. Ich habe Ihnen aber eine andere gestellt, nämlich die Frage, ob Sie zustimmen werden, wenn im Symbolegesetz die Symbole der Identitären verboten werden. Ich sage Ihnen ehrlich, mir sind die Symbole wurscht. Das ist wirklich sowas von unwichtig, ob irgendwelche Symbole verboten werden. Glauben Sie vielleicht, dass das Attentat von Wien mit irgendeinem Symbol hätte verhindert werden können? Das ist doch lächerlich. Aber Sie selbst haben in der Bundesregierung in der letzten das Symbolegesetz geändert und haben damals gesagt, damit würde der politische Islam in Österreich verboten werden. Also damals war es Ihnen nicht ganz so wichtig. Ja, aber das ist doch nur ein minimaler Teilaspekt. Wir hatten es, das Attentat in Wien. Der Attentäter fuhr ins Ausland, hat dort Munition gekauft. Die Informationen wurden nicht an die Justiz weitergegeben. Also da ist unfassbar viel schiefgegangen und genau dort müssen wir hinein. Wir haben in Europa, aber jetzt leider auch in Österreich, ein Riesenproblem mit radikalen Islamisten und da spielen Symbole nicht die große Rolle. Ich verstehe schon, dass Sie gerne über radikale Islamisten sprechen. Ich würde aber trotzdem gerne über die Identitären weitersprechen. Entschuldigung, denn das ein radikaler Islamist hat Morde begangen in Wien. Also wenn Ihnen das egal ist, dann... Das ist mir nicht egal und das habe ich auch nicht gesagt. Das ist mir nicht egal und das habe ich auch nicht gesagt. Ich würde gerne mit Ihnen über die Identitären sprechen, denn da hat Ihre Partei heuer einen Kurswechsel vollzogen, zumindest angekündigt. Ihr Generalsekretär hat Ende November beim Verhältnis der FPÖ zu den Identitären das hier gesagt. Wir haben unter Strache den Fehler gemacht, dass wir glaubt haben, wir müssen in ein Rückzugsgefecht gehen und uns auf Zuruf von Sebastian Kurz distanzieren. Und mit dieser Distanziererei ist es jetzt aber definitiv vorbei und wir werden kein Millimeter mehr zurückweichen. Jetzt gibt es einen aufrechten Vorstandsbeschluss der FPÖ, der verbietet, dass jemand, der aktiv Mitglied bei den Identitären ist, eine Funktion innerhalb der FPÖ einnehmen darf. Wie viele Millimeter ist die FPÖ jetzt von den Identitären entfernt? Ja, keinen, weil sich Michael Schnelles bezogen hat auf einen Funktionär und von dem wird man sich nicht distanzieren. Da geht es um einen jungen Funktionär, der ist 17 Jahre aus Salzburg und nicht um die Identitären. Aber Herr Tür, ich sage Ihnen eins, das, was Sie hier machen im ORF, ist die beste Werbung für diese Bewegung. Denn es vergeht kaum ein Interview, wo nicht irgendjemand von uns auf diese Mini-Mini-Mini-Gruppe angesprochen wird. Mir ist diese Gruppe herzlich egal und ich habe wirklich keine Lust, mich permanent damit auseinandersetzen zu müssen. Herr Hofer, ich frage Sie zu den Identitären, weil in diesem Jahr ein Funktionär bei Ihnen in der Salzburger FPÖ-Jugend eine Verantwortung bekommen hat, nämlich Roman Mösneder, Sie haben ihn schon angesprochen, und der ist im Umfeld dieser Identitären und der Nachfolgeorganisationen tätig. Sie sind darin kein Problem, sagen sogar, sie wollen ihn nicht im Stich lassen. Ist das alles noch vereinbar mit dem Vorstandsbeschluss? Herr Dürr, ich weiß jetzt auch, dass es gut war, dass ich mich von der GIS abgemeldet habe. Da kommt ein Terrorist, er schießt in Wien Menschen und der zwangsfinanzierte ORF weiß nichts Besseres, als sich über eine Mini-Mini-Mini-Gruppe mit dem Bundesparteiobmann einer Partei unterhalten zu wollen. Also unterhalten Sie sich wirklich gerne mit wem auch immer Sie wollen, aber mir geht das einfach fürchterlich auf die Nerven. Das ist Ihr gutes Recht. Ich wollte Sie auch nur fragen, ob Ihre Vorstandsbeschlüsse auch weiterhin gelten. Das ist eine nicht sehr intelligente Frage. Also gelten sie oder gelten sie nicht? Ich stelle sie natürlich trotzdem. Gelten Vorstandsbeschlüsse. Ich habe auch vorher erklärt, dass sich die Aussage von Schnedlitz bezogen hat auf einen Funktionär in Salzburg und nicht auf die IB.
Ja, aber dieser Funktionär in Salzburg ist bei der DO5 und das Innenministerium sagt, das sei eine Abspaltung der Identitären und will diese Symbole auch der DO5 verbieten. Die Ziele der DO5 decken sich zum Großteil mit jener, die die Identitären seit fast einem Jahrzehnt propagieren. Herr Dürr, wenn es Ihnen Spaß macht, machen Sie einen Sitzkreis mit den Identitären. Mich interessiert das einfach nicht. Es gibt in Österreich so viele andere Probleme. Wir haben eine riesige Gesundheitskrise. Wir stehen vor einer riesigen Wirtschaftskrise. Ja? Der ORF will die Gießgebühren erhöhen, habe ich heute gelesen. Und Sie kommen mir mit dieser Gruppe. Es ist wirklich ein Ablenkungsmanöver und darauf werde ich nicht hineinfallen. Herr Hofer, Sie wollen die Frage nicht beantworten. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Alles Gute. Und morgen wird in unserer Reihe zum Jahresabschluss dann SPÖ-Bundesparteivorsitzende Pamela Rendi-Wagner zu Gast sein.